Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Video auf dem ganz, ganz tollen Kanal Sudoberski. Sorry, dass ich das mit dem Karlsruhe Sudrock Video immer noch nicht geschafft habe, aber ich hatte letzte Woche echt viel zu tun mit Prüfungen und Arbeit und neues Auto angucken und ich hatte die letzten Wochen echt viel Stress und jetzt diese Woche bin ich gar nicht da. Da sind wir bei diesem Auszeitprogramm in Suhl, das heißt, ihr seht es auch gerade dann, wenn wir da sind. Das heißt, ich kann diese Woche das Karlsruhe-Video auch nicht fertig machen. Deshalb gibt es heute ein langweiliges React-Video. Yay! Also so mittellangweilig. Ich habe euch auf Twitter mal gefragt, ey yo, was sind so Videos, die man als Furry unbedingt gesehen haben soll? Ich bin mal gespannt, was es ist, weil ich... Also die paar Sachen habe ich schon mal angesehen, also kurz mal angeschaut, aber noch nie komplett. Das heißt, ich bin gespannt. Gut, jetzt gucken wir mal, ob ich es hinbekomme, die Szene zu wechseln in den Pfoten. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig. Ja, ich habe es geschafft, gut. Im Voraus, ich habe all die Dinger, die ich mir angucken will, also all die Videos, habe ich mir schon in eine Playlist gepackt, die dann nacheinander ablaufen. Und ich habe den Adblocker angemacht, weil ich will dann einfach nur immer Pause und Play auf der Tastatur drücken. Ich habe die Videos davor ja schon einmal alle laufen lassen, das heißt, die, die monetarisiert waren, haben auch den Klick von mir bekommen. An und für sich ist Adblocker schlecht und ihr solltet ihn auf YouTube und Twitch auf jeden Fall ausschalten, um eure Creator zu unterstützen. Aber ich habe ihn jetzt an, dass es einfach leichter durchläuft, weil Fursuit und so. Gut, fangen wir mit dem ersten Video. Das irgendwie, ich weiß nicht, warum man es nicht lesen kann. Ich kann es sehen, aber ihr könnt es nicht sehen. OBS ist da komisch. Scarborough Fair, das ist ein Video von den Game Grumps und tatsächlich sagt mir dieses Lied auch was, das habe ich schon mal gehört. Und wir gucken es uns mal an. Es ist, wir steigen quasi schön ein in dieses Video. Okay, Play. Ich habe es geschafft, Play zu drücken. Oh. Hey, ich sehe wie immer nur durch ein Auge Dinge, weil, Fursuit. Ich werde die Pfote auf die Tastatur legen zum Pause drücken. Gut, ich bin gespannt. Also, den Song kenne ich. Den habe ich schon mal irgendwo gehört, oder wir haben es, glaube ich, sogar mal in einem im Orchester gespielt. Ich glaube, es ist leichter, wenn ich auf die OBS-Aufnahme gucke, aber das Lied ist schön. Ja. Ja, es ist schön. Okay, ich kenne die Töne nicht. Das, was halt an diesem Song, sorry, by the way, wenn ich bei dieser schönen Musik Pause drücken muss, aber ich wollte kurz was sagen, wovon ich halt auch so ein richtig krasser Fan bin, ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal irgendwo gesagt, ist Musik, die auf 6/8-Takten läuft, also so, weil, also so, man würde theoretisch Walzer-Tempo dazu sagen, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber bei da ist es quasi doppelt so schnell, also 6/8 sind quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, man setzt dann eigentlich meistens immer so auf 1, 2, und, also ich bin jetzt gegen schnell geworden, aber diese Taktart, ich weiß nicht was, aber sobald ein Lied diese Taktart hat, hat es mich einfach gefangen. Das ist bei Perfect von Ed Sheeran so, das ist bei diesem Schatzplanet Jim's Theme so, das ist auch in einem 6/8-Takt. Ich liebe einfach diese Taktart und ich weiß nicht warum. Sie ist geil. So, weiter geht's. Jetzt habe ich auf M gedrückt. Nein! Hab's gefixt. Ich will da eigentlich gar nichts sagen, weil das voll schön ist. Ich hoffe, ich krieg kein Content-ID-Claim, aber war. Deshalb rede ich immer wieder ein bisschen drüber. Ich will keinen Strike, danke, YouTuber! Das ist wunderschön. For fuck's sake, ist das schön. Mit dem Drache, mit dem Pferd, das ist voll süß und süß. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ah, es ist süß! Das ist ein schönes Video, aber war. Ach so. Ach, und die greifen jetzt den Drachen an, weil sie denken, der Drache hat. Oh mein Gott, what are you doing? Oh nein!
Es war zu schön und jetzt ist es voll traurig. Are you going to Scarborough Fair? Oh mein Gott. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Remember me to one who lives there. Und das eine hat sich jetzt geopfert, damit der Drache sich oh mein Gott. Aber. Also meine Augen sind gerade wirklich ein bisschen feucht geworden. Also krass. Also wie gesagt, den Song kannte ich woher. Also ich habe, also Scarborough Fair ist ja generell ein schon älteres Lied, was man kennt. Ich habe das irgendwo schon mal gehört oder sogar selbst gespielt, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber dieses Video dazu und die Story, ich meine, ihr habt es ja gerade auch gesehen. Holy shit, das war schön. Fluffy, vielen Dank für die Empfehlung. Das ist wunderschön gewesen. By the way, der Link zu allen Originalvideos ist auch unten in der Beschreibung. Ich kann auch einfach. Oder? Nee, ich packe die Links zu den einzelnen Videos in die Beschreibung. Und, oh Gott, war das schön. Oh. Ja, das war ein schöner Anfang, würde ich sagen. Jetzt kommt noch kurz Werbung für das Lied. Ihr könnt es auf Spotify hören. Oder ich weiß nicht, ob man die CD noch kaufen kann. Aber ja, das guckt einfach das Originalvideo an und guckt da in die Beschreibung. Wobei das ist ja noch gar nicht so alt. April 17, 2020. Okay, lol. Ja, dann gibt's vermutlich die CD noch. Ja, jetzt kommt Telephone, weil Fluffy ist voll der große Fan von Telephone. Ich habe von ihr noch nicht so viel gesehen. Ich habe zwar dieses First with Friday T-Shirt, wo sie mit drauf ist. Aber ansonsten habe ich sie nie so viel verfolgt oder geguckt. Deshalb bin ich jetzt gespannt, was uns erwarten wird. Ja! Hey, Phone, Aua. Can you make us a meal? Can you make us a meal? Can Phone cook? Can Phone cook? Diese Quietsche tun mir minimal weh in den Ohren. Ich muss. Aua, Mann. Ja, aua, meine Ohren, aua. Vielleicht muss ich auch mal ein Video machen, wo ich Bärski koche. Was hat. Ach so, die hat vermutlich. Aua, meine Ohren. Hat die Müllbeutel über ihre Paws gezogen, dass sie nicht dreckig werden? Das ist klug. Nicht kaputt machen. Aua, meine Ohren. Okay, ich bin noch am Pause-Button. What? Aua! Au, ja. Aber war. Also wenn ihr ein Video wollt, in dem Pseudo was kocht, dann gebt ein Like, lol. Wenn wir mindestens 100... Nein, okay, Spaß. Ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben. Wobei, die Küche hier eignet sich kaum zum Film. Das müsste ich bei meinen Eltern machen oder bei Freunden. Aber es wäre schon eine geile Idee. Mal schauen. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Wenn ich es nicht vergesse. Oh, ja. Okay. Aber. Das ist doch nicht geil. Ja, top. Thank you. Aber hat man da gerade auch gesehen, Reh? Spaß. Do what you want. Aber was? Oh, ist das schnell geschnitten. Da kommt mein altes Bärsgehirn gar nicht mehr mit. Was? Na, hör auf mich anzuschreien, ich hab gar nichts gemacht. Aber pass doch auf den Deckel von dem Topf auf, Mann. Was ist los mit dir? Ja, jetzt habe ich Hunger. Danke. Wobei, ich habe vorher gegessen. Aber ich esse nachher noch mehr, weil ich ein hungriger, fetter Bärski bin. Aber, mehr Telefon am See oder so. Yay! Hey, Telefon! Telefon! Wanna catch fish? Catch fish? Catch fish? No, you have to hold this end. You have to hold this end. Süß. No, other way. Other way. Ich muss echt auch mal mehr solche There Videos machen. Okay. Ich habe halt keine okay. Zeit für sowas. No. Ich bin viel beschäftigter arbeitender Bärski. Da. Cast it. Das haben wir geil gemacht. No, you throw it. Der Wind ist auf jeden Fall strong in diesem Video. Yay, gut gemacht. Hat sie die ganze Angel weggeworfen.
Ja, hat sie. Ja, wird schwierig jetzt inzwischen noch reinzuholen, I guess. So, als nächstes kommt eine Epic Furry Vine Compilation. Ihr habt es gerade schon gehört, da weiß ich auch nicht, ob ich alles an Musik benutzen kann, wegen hier Copyright und so. Aber wir schauen mal. Vielleicht suche ich mir einfach coole Covers raus und schneide die dahinter. Oder ich mache die Musik höher oder I don't know. Wir fangen jetzt mal an zu gucken. Ich mag auf jeden Fall das erste Lied, was jetzt gleich läuft. Oh mein Gott! Das ist German Squad gewesen. What the fuck? Ich verstehe die Dinge manchmal nicht. Schade, dass ich die Weinzeit nicht mit... What the... Okay, Lel. Das war lustig. Das ist süß! Das ist süß! Hallo! Hallo, was machst du? Ah, guck mal, wie süß. Cool. Die Musik ist gut. What? Da. What? Aber die Musik ist laut. Nein, 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 das ist keine gute. Er ist tot. Kann ich sensen? Er saß. Oh, Bali, das ist so okay. Okay, das war's schon. Okay. Nice, Bro. Ich hab noch nie. Ey, das ist die Musik aus Undertale. Sehr cool. Ich weiß zwar nicht, wie die Musik zu Video gepasst hat, aber hey. Okay. Ich verstehe nicht jedes Wein, I'm sorry. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil ich... Das passiert mir ständig. Sieht nach lecker Essen aus. Yay! Ja! Hui. Das sieht lustig aus. Me one two. Oh, nice. Nice gemacht. Nochmal German Squad, woo! Den verlinke ich unten, der ist toll, der kann toll tanzen, folgt ihm, er ist toll, ah! Oh, das, ja, das mag ich. Das finde ich sehr gut. Das hat genau meinen Geschmack getroffen. Right round like a racket, baby, right round, round, round. Der hat Spaß, der Boy. Dem ist warm. Bei mir geht's gerade noch, aber I know that feeling of warmness. Of warmness, ja. Eher warm. So lege ich mich übrigens abends auch ins Bett. Okay. Yay, Trash! Was zum Heck habe ich da gerade gesehen? Es war unterhaltsam und verstörend. Es war gut, yay. Nein! Der Arme! Was machst du da? Yay, lecker. Hä? Das habe ich, glaube ich, auch nicht verstanden. Ich hätte vielleicht genauer hingucken müssen. Boah, die... Nachvollziehbar. Hä, wo? What the fuck? Ja, jetzt habe ich Hunger. Nein, Tiste. Nein, das ist so blöd. Was? What the fuck? Cuddle them! Aber nicht hauen! Oh nice. Pokémon. Das ist geil. Das ist geil. Echt Wein gab's zu Pokémon Go-Zeiten noch? Lol, ich hab gedacht, das wäre schon längere. Ich hätte gedacht, Pokémon Go Launch war nach Wein Death. Aber. I'm a doggo. You never can control the fairies. Das sah gerade irgendwie komisch aus. Ich glaube, der hat seine Pfote nicht ganz an. Ah, ne, süß. Stop it. Aua, meine Ohren. Sieht aber geil aus. Ich finde es schön, wie das gerade aus einer anderen Wein-Compilation rausgeschnitten wurde, um in diese Wein-Compilation mit reingeschnitten zu werden. Weil man hat schon gesehen, wie das nächste Wein angefangen hat, aber dann kam das andere Wein, was für diese Compilation vorgesehen war. Das war ein komplizierter Satz mit viel zu vielen Kommata. Den kenne ich. What the fuck? Uncap it! Das wird nicht gefallen.
Aber meine Ohren. Back, 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 aber war, der war gut. Hat mir gefallen, aber super. Ich werde so viele Strikes kriegen, aber wa. Aber meine Ohren. Der Arme, der sieht doch fast nichts, Manu. Was? Habe ich nicht verstanden? Wieso? Ach so, ja, I get. Deshalb, Leute, wenn ihr auf Cons seid, geht nach jedem Fursuiten einmal duschen. Ihr wollt nicht der Musky Husky sein. Nein. Die Musik ist... Das ist aber auch Starships hochgepitcht. Oder Star Space, I don't know. Der ist hart am Zocken, der Boyo. Das kann ich mit meinem Post nicht. Wo wir gerade von Post geredet haben, hier they fucking are. Boah, ich freue mich so, wenn ich meine Feed-Post habe. Ah, das wird epic. Hui. Oh Gott, der ist irgendwie süß. Ich finde ihn nicht gruselig. Ich würde ihn am liebsten knuddeln. Nein, ihr tut nicht. Uff. Uff. Das ist lustig. Ja. Weiter. Was ist mit dir passiert? Ich glaube zu viel Alkohol, also Pose. Der geht hart ab, der Boyo. Das sieht epic aus. Oh, ich will auch mal im Fursuit rutschen. Also danke, Magie. Ist das? Okay, ich dachte, das ist aber ins, das, dieser Fursuit, diese Persona ist von Wemon inspiriert. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Blau und dieser gelbe Blitz auf der Stirn nicht von Wemon inspiriert worden ist. Kannst mir nicht erzählen. Geil. Das Coolste an dem Wein war leider nur der Fursuit, der Rest war interessant. All I need is you. Oh, das ist der gut singen kann. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal auf Twitter gesehen. To be with me. Ja, der singt schön, aber. Oh, es gibt einfach so viele coole Fursuits da draußen, das ist der Wahnsinn. Jingle all the way. Oh, what fun. Nein, der hat du gesungen. Was machst du? Okay, ganz kurz, ich verstehe nicht, warum sie. Es klang jetzt wie ein Mädchen, kann natürlich auch sein, dass es. Whatever, der Furry, ganz einfach. Der Fursuit noch besser, warum er halt nur seinen Fursuit dann hatte, aber dann den kompletten, also er hatte einen Full-Body-Suit, aber dann mit dem Arm über den Po gestrichen ist. Warum macht man das wieder nur im Halbsuit? Manche Dinge verstehe ich nicht, wenn es um Pudling oder um Partial-Suiting geht, aber das ist auch nicht schlimm. Jeder kann machen, was er möchte. Ich habe es nur nicht verstanden, wo der Sinn dahinter ist. Egal. Das wollte ich küssen. Oh mein Gott, der macht sogar auch einen Tanz. Ich muss auch mal. Das war geil. Ah, wieder der Sänger. Aber jetzt singt, aber das singt gerade nicht selber. Ey, German Squad. Ich kann mir schon wieder die Namen nicht merken. Ich kenne den. Hier, Swip. Gott sei Dank. Diesmal habe ich nicht so ewig gebraucht und überlegt und die. Swip. Und den linken kenne ich nicht. Den haben wir nicht gesehen. Vielleicht hat er einen anderen Suit, I don't know, aber das ist geil. Boop. Ich würde jetzt auch die Kamera boopen, aber dann bringe ich das Mikrofon um. I wanna fuck you in the butt. Mine didn't go in. Das, was der Linke gesagt hat, fand ich lustiger. Die Musik ist so laut, dass man ihn nicht mehr singen hört. Das ist schade, der kann nämlich gut singen. Wieso hast du die Krawatte um die Nase? Das ist falsch, aber. Hä, wo? What? Den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Wird der mit Slip-On beworfen? What the fuck?
Hello. How about that? Got a big surprise coming to you. You're not going anywhere. Intensifies. Noses don't work very well. They don't. Have a poop. Again. Oh, huggy wuggies. Now watch me, Nene. Now watch me, whip, whip. Watch me, Nene. Wieso kann ich das? Ich sollte mich schämen. Ich glaube, mit der Mauspause zu machen, ist viel klügerer. Hey, das ist jetzt einfach nur... Achso, das ist animiert. Sieht nice aus. Auch wenn nicht viel animiert geworden ist. I'm gonna go down in flames. Okay, ich war... Das war falscher Text. Ah, der Text kam mir später. Ah! I'm scared now. Ava-va-va-va. Ava-va-va-va-va. Yes, eat it. Just eat it. Ich auf jeder Con, gib mir den Lüfter, I need it. Ah, ist lustig. Hevo. Oi, hagi wagi, sagi wagi, sagi wagi, sagi. Ah, süß. Das ist cute. Sehr süß. Hevo. Ava, 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 poop. Und da ist schon wieder irgendwie ein anderes Wein losgegangen. Irgendwie komisch so. Das war jetzt ultra lustig. Ein paar Worte zu Wein und vor allem zu TikTok, was ist so ein bisschen der Nachfolge von Wein ist. Das wird jetzt kurz ein bisschen ernster. Tatsächlich hatten es ja da, Galax, Fluffy, Galaxus und Nick im letzten Furl-Podcast auch kurz angesprochen, dass jetzt TikTok zum Beispiel schon in Indien abgeschaltet wird und Amerika arbeitet gerade daran, auch diese App abzuschalten. Und jetzt sagen natürlich viele Furries oder viele, die sich darauf halt so ein bisschen aufgebaut haben und halt ihren Content darüber verbreitet haben, weil du halt einfach kurze Videoclips mit wenig Aufwand selbst gut erstellen kannst, was auch voll cool ist, dass dann Leute so schön Content machen können. Zum Beispiel auch das, was Nick und Fluffy auf TikTok gemacht haben, habe ich selber auch mega gefeiert und cool gefunden. Das Problem an dieser App ist aber meiner Meinung nach und auch der Grund, warum sie jetzt in Indien gesperrt ist, einfach, dass die Daten, also das hat auch Galax, ich glaube, es war Galax, im Podcast echt super erklärt. Ich verlinke euch mal die Stelle unten. Oder beziehungsweise den ganzen Podcast, weil der ist auf Spotify und ich weiß nicht, ob man da Timecode-Links machen kann. Aber ich schreibe dann die Stelle dazu. Wenn ich es nicht vergesse, falls doch, erinnere mich bitte dran. Ist es halt so, dass so Firmen wie Facebook, die ja Facebook, WhatsApp und Instagram haben, oder YouTube, also Google, denen halt YouTube und Google und so weiter gehört, sind halt alle, wenn sie halt eben jetzt in Ländern oder in der EU zum Beispiel auftreten, sind sie halt daran gehalten, sich auch an die DSGVO von der EU zu halten. Das heißt dementsprechend, dass sie die Daten rausgeben müssen, dass sie dürfen natürlich alles speichern, aber sie müssen halt einfach auch transparent damit sein, was sie speichern und wie sie damit umgehen. Das muss China, warum auch immer, nicht. Und das ist halt das große Problem, dass wenn das quasi TikTok in Deutschland benutzt, muss sich halt China nicht an die Datenschutzgrundverordnung der EU halten. Das heißt, die können mit deinen Daten mehr oder weniger machen, was du willst, ohne dass du irgendwas dagegen tun kannst. Und die können wohl sogar, wenn du die App öffnest und es nicht erlaubt hast, trotzdem dein GPS aktivieren, dich orten und so weiter und so fort. Wie gesagt, Galax hat das in dem Podcast echt gut erklärt. Und ich bin schon die ganze Zeit skeptisch und ein bisschen negativ gegenüber TikTok eingestellt gewesen, weil ich mir dachte, das kommt aus China. Es sind sogar teilweise Inhalte in China blockiert. Du kannst zum Beispiel im chinesischen TikTok, kannst du zum Beispiel den Account von der Tagesschau nicht finden. Es war zumindest mal so, kann auch sein, dass es mittlerweile wieder geht. Da hat Ultralativ auch ein gutes Video gemacht, verlinke ich mal unten. Links, die ich alle vergessen werde. Und da ging es halt auch darum, dass die Tagesschau deshalb geblockt haben, weil die halt negativ mal über China berichtet haben, mit diesen ganzen Konzentrationslager für Muslime und so. Und das ist wirklich so. Also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, da gibt es echt gute Artikel online. Aber ja, und deshalb wurde ja zum Beispiel die Tagesschau in China gesperrt. Oder manche LGBTQI-Plus-Inhalte wurden auch in China gesperrt. Und das finde ich halt schon schwierig. Also ich persönlich, ich kann anderen natürlich nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich halte jetzt deshalb jetzt zum Beispiel von Fluffy und Nick nicht weniger oder so. Aber das ist halt der Grund vor allem gewesen, warum ich gesagt habe, ich kann mich mit dieser App nicht einigen, wenn da solche Sachen passieren. Und deshalb, ich bin ganz ehrlich, finde deshalb den... Gut, ich weiß nicht, ob jetzt ein Bannen der App direkt der richtige Weg ist, aber das hat einfach so ein bisschen generell einen Denkanstoß gegeben wird,
was du eigentlich mit deinen Daten im Internet machst und wem du die allen gibst. Also, dass da hoffentlich so ein bisschen einen Denkanstoß und ein Umdenken stattfindet, finde ich gut. Ob man es wirklich gleich komplett gesetzlich verbieten sollte, schwierig. Das ist immer sehr schwierig, aber ja, gut. Das ging jetzt länger als erwartet, dieser Part. Letztes Video schon, das hat mir auch die gute Fluffy zugeschickt. Ich habe vorher ganz kurz ein bisschen reingeguckt. Ich weiß nicht genau, was es geht. Es wird, glaube ich, auch eher ernst werden. Ich würde sagen, let's just jump right into it. Und danach brauche ich unbedingt ein wenig Luft und Wasser. Aber, stay hydrated. Ich habe auch gerade viel geredet. Ich glaube, wir gucken einfach die erste Minute durch und ich versuche zu atmen. Das klingt nach einer guten Idee. Das Jahr 2208 nach Christus. Die Erde ist kalt geworden und an den meisten Orten kann man nicht mehr leben oder man kann da nur noch schwer leben. Die Berge haben sich zu Eisbergen geformt und into Treacherous Peaks, das sagt mir nichts und ist windig. Treacherous Peaks habe ich noch nie gehört. Auch wenn es gefährlich ist, jemand von Refugee, konnten sich die Menschen zurückziehen. Bei Structures by Excavating Circular Habitat. Habitable Zones ist nämlich. Okay, die Menschen haben sich quasi trotzdem in diese Burger und so weiter zurückgezogen und halt dadurch, dass sie das so ein bisschen in. Also sie haben es wieder bewohnbar gemacht. Und ja, so ein bisschen, die haben Städte gebaut, die so ein bisschen labyrinthartig sind. These places are protected from the harsh winds and chilling cold. Also die Stadts, die sind quasi geschützt von der Kälte und von den starken Winden. But there are nothing more than a desert wasteland surrounded by ice, barren and dry. Aber es ist halt einfach nur eine Wüste, die von nichts anderem umgeben sind, außer Eis und Trockenheit. Also, nicht sehr schön zu leben, keine Natur. The government took over what was left of the human race, monitoring the citizens under strict control. Oh, also die Regierung hat quasi alles übernommen, was von der menschlichen Rasse übrig war und überwacht jetzt eben die Bewohner unter sehr strengen Auflagen. Dystopie, yay! Oh, ich will nicht so viel übersetzen. Dogs are prohibited and are used for something more useful. Also man darf keine Hunde mehr haben, also als Haustiere, die müssen nützlicher sein. They are not allowed to be domestic, also sie sollen nicht zur Familie gehören, also keine Haustiere, also quasi zur Familie. But instead sent to the organization for training, also die sollen trainiert werden bei der Organisation. Also da meint man es nicht eine Organisation, weil Organisation wird groß geschrieben, das heißt, es ist ein Eigenwort, also das Ding heißt The Organization, also die Organisation, was auch immer die macht. Die Leute überwachen und Hunde trainieren. Diese Hunde werden dafür benutzt, used to keep order within the city, also die sollen quasi die Städte stabil halten, dass halt nichts Böses angestellt wird. Und die Hunde werden auch im Gewalt annutzen, wenn es sein muss. Also ohne zu zögern werden sie Gewalt anwenden, wenn es sein muss. Becoming corrupt and savage because of the organization, the citizens begin to fear these animals as they pass. Also, becoming corrupt. Also, genau, die Hunde sind quasi von der Organisation korrupt und böse gemacht worden und deshalb haben die Bewohner angefangen, Angst vor diesen Tieren zu haben. Jahr für Jahr halt immer mehr. Half of this cannon force a machine apparel who are in complete control by the organization. Also die Hälfte von den Hunden sind quasi, oder von den Kaniden, also Hunderasse, sind maschinell, also sind quasi Cyborg-Hunde, I guess. Und die sind halt, dadurch, dass sie halt maschinell sind, können sie halt von der Organisation komplett kontrolliert und gesteuert werden. Ist ein bisschen ein Downer zum Ende, I guess. The organization ist der Government, ja, also eben diese Organisation, diese Firma oder dieser Eigenname ist halt die Regierung nachher. Die regieren durch Angst und Macht. And the Earth has fallen victim. Und ja, die Erde ist jetzt halt das Opfer ihrer Korruption geworden. Kann das Video losgehen? Ich will nicht mehr übersetzen. Aber das ganze Video ist ja in Englisch, ne?
Okay, kann ich für euch der Untertitel anmachen? Fragezeichen. Englisch. Ne, nicht Englisch. Da gibt's keine, oder? Ich meine, wir können sie von Google übersetzen lassen, aber das funktioniert nicht gut. Also, Leute, also ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Satz, den die Leute da sprechen, übersetzen. Das heißt, wenn ihr jetzt der englischen Sprache nicht mächtig seid, dann müsst ihr halt leider schon ausmachen. I'm sorry. Aber ich kann keine 11 Minuten englisches Video übersetzen. I'm sorry. Ja, es sieht echt nicht so hübsch aus. Also da würde ich nicht wohnen wollen, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, es gibt Essen. Gutes Essen. 86. Oder 86, wie man die Zahl auch auf Deutsch nennt. Ah, basierend auf einem Traum, der in 2008 passiert ist. Also das hat wirklich jemand so geträumt, hat es dann animiert? Das wäre ultra nice. Animation von Sumiko und Nissan. Link in der Beschreibung, weil das sieht jetzt schon geil aus. Voices of, kenne ich alle nicht. Rabe des Gottes, der klingt aber deutsch dann. Mal gucken, ob wir den Akzent raushören. Ist echt nice gemacht. Und das Video ist, glaube ich, noch... Ist nicht das, also das ist schon ein paar Jährchen alt. Ah, das sind eben diese Cyborg-Hunde. Hui. Die sind nicht hübsch. Den würde ich nicht streicheln wollen, Navava. Ew, die sind halt richtig. Okay, Leute, ihr müsst das kurz... Alter, ist das creepy, what the fuck? Ich muss das ein bisschen leiser machen, vor allem dieses Knurren oder Bellen, was das war gerade richtig schlimm auf meinen Ohren. Das ist echt gruselig, aber echt beeindruckend animiert. Ihr müsst doch kurz gucken, von wann das ist, weil das schon... Ja, das ist gut, am 12.12.2012, gut 8 Jahre alt, das Ding, 7,5. Und dafür sieht es echt gut aus, meiner Meinung nach. Don't remember much, but I do remember seeing these four blank walls. The floor was always hard and stone cold. Nicht schön. And the air in the room was forever stagnant. Der Sound ist gerade vor allem beeindruckend gemacht, obwohl ich nur so Handy-Kopfhörer auf hab. Back. Some sounded part mechanical. Oh, ist das hässlich! Echt creepy. Taken from my mother and given to the organization. For as long as I can remember, nothing here seemed natural. I have been trained to think like one of those machine dogs. I often wondered why they didn't put any mechanical parts in my body like so many of the other dogs. I soon realized it was because I was 86% wolf. Oui. That was considered rare. Ach, deshalb 86, I see. Not to tamper with this naturally occurred phenomenon. Because I had wolf in my blood, I was given special treatment. Ich bin auch zu einem Viertel Wolf. What is considered special when compared to the other living conditions of my canine counterparts. Despite my privileges, I was not a favorite among the other dogs. I was bullied, beaten. And rejected. The organization did not bother to separate the other dogs inside the gates from me, as my wounds healed quickly with their special treatments afterwards. Oh. I felt alone. Ja, aber halt auch nur, weil sie dich benutzen wollen. Toll! I started noticing a white dog. I believe a husky mix. Aber bin nicht ich. Sometimes I never see all the canines in this colossal organization. But I did see her a few times. I didn't think much of it. But one day, she approached me. From that moment, everything changed. Oh, die hat auch zwei verschiedene Augenfarben. Das haben Huskies ja auch. It turned out she didn't have any artificial parts added to her because she was 50% wolf. Ui. She became my mother figure throughout the years. Ah, die war älter. And I heeded her advice each time she spoke to me. Und dann ist irgendwas passiert, I guess?
Each and every one of you is here because this rotten city will cleanse itself from those who break the rules. Und das ist, wenn die Regierung zu viel Macht bekommt, deshalb wählt bitte nicht die AfD. Dankeschön, Avava. Nein. This is an advanced training course, for you all are now eligible for more privileges. Although one of you already has these advanced freedoms. The organization das ist doch kein Hund mehr. And the government wants the show. So, you will answer to our commands. You will dispose of those who rebel. You will not hesitate to execute these actions in order to preserve the organization's standards. In order to maintain their own deal, there needs to be fear within the people. People with fear will not commit to acts of rebellion. Das ist eine gute Idee. Hey, lass die Leute nicht mit Vertrauen und mit guter Arbeit für uns gewinnen. Nee, lass ihnen einfach so viel Angst machen, dass sie keine andere Chance haben, als uns zu gehorchen. Das hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Nicht. Sorry auch, ich möchte eigentlich auch mehr dazu sagen, aber ich möchte nicht so viel pausieren. Ich möchte mir das einfach angucken, weil ich das echt krass gut finde und ich möchte es einfach... Ist echt geil gemacht, also wow, Respekt. Link in der Beschreibung. Guckt es euch an, das ist mega geil. While this canine force is here to establish this dominance, you are here to serve the government and follow our system. All this we teach is for the greater good. I doubt it. Canine police are needed elsewhere, more important than scurrying the dirty streets. Remember, if you are disloyal or defy our goals, you will be permanently removed. Do I have any objections to this noble cause? To be honest, I do not support your goals. Oh shit! I refuse to do anything that will harm another. I mean, gute Einstellung von dir, aber du bist es, glaub, Rip. Your mechanical core has been corrupted. Yeah. You do not understand what organics feel. You have no heart. Die hat keine Angst. Respekt, dass die sich so dagegen stellt. You say words that are hypocritical. You are also a dumb machine. And I know for a fact that you have attacked someone more than once when they disobeyed. Okay. True. But I did not kill. And I only did so to please your organization. You brainwash us for your goals. The only fault I see here is that not everyone is brave enough to stand up to you. I had enough of this corruption. Sorry, aber ich bin gerade so ge- dog isn't going to cooperate. Have him get rid of it. Now. Ich bin gerade so drin, ich kann kaum was sagen. Ich habe Angst, was jetzt passiert. Ich glaube, das wird ziemlich brutal. Also wenn ihr Alarm Wasser gebaut oder schwach seid, guckt jetzt vielleicht weg. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich habe Angst, aber. Okay, man sieht nichts. Oder doch? Okay, gut. Das ist so gut gemacht. Nachvollziehbar. It doesn't look like you had a great sleep last night. The images are still in my head from yesterday at training. I keep seeing her face. I know what you mean. I'm glad you're here. Aww. What are you thinking? I know that look. We are going to escape from this place. Ah! Wait, what? The
a little suicidal, Lena. Since I first arrived at this place, I have been studying the structure of this building. When I went on my patrols, I looked for possible weak spots at the borders. Kokaski sind schlau, yay! Since the city is maze-like, it can get a little confusing. But it also gives us an advantage if we were pursued by the Max. As far as I know, humans will like to make things complicated. There is no way to get in and no way to get out of this building. The only exceptions are the private carts the humans use to get through private doors, and lastly, the main gate. You deserve so much better. I can see that in your eyes. You want to get out of here, even if you push to police the organization. We will escape, together. When we are on patrol again, we will make our move. This world has become a dangerous place. And in order to survive, you have to have patience. Wow. Spare things, yep. Also die Animation war echt gut. Also ich möchte halt nochmal ganz kurz anmerken, dass das zum einen halt einfach ein Fanprojekt ist, was halt so auf YouTube verfügbar ist. Und das Ding ist 8 Jahre alt. Also, hey, ein Doku! Ach ja, der hat vermutlich das irgendwie Bellen gemacht, ne, I guess. Genau. Schade, dass bei den Sounds und wieder so ein bisschen ein Rauschen mit dran war, aber erneut, das ist von 2008, also 2012, also es ist klar, dass das nicht so toll ist. Ja, genau, guck, The Fandom hat vermutlich schon jeder gesehen, außer ich hab's noch nicht geschafft. Gibt's da einen zweiten Part zu? Weil das war halt schon echt cool. Also, ich kann ja mal Fluffy fragen, weil sie hat mir das geschickt. Aber das fand ich echt gut. Also, wow. Also, das, boah. Also, guckt auf jeden Fall das Original. Was ist denn das hier? Accused Episode 1. Sieht ähnlich aus. Egal. Ich werde es mal nachher mal angucken. Guckt euch auf jeden Fall mal das Original. Und wie gesagt, alle Videos, die wir jetzt gerade angeschaut haben, ist das Original in der Beschreibung unten verlinkt. Und ja, wir wechseln mal wieder in die große Szene. Weil, das waren schon alle an eure Einsendungen. Falls ihr jetzt sagt, boah, das war voll cool, oder boah, ich habe auch voll das coole Video, was du dir mal angucken sollst. Ich würde sagen, also normalerweise würde ich jetzt sagen, schreibt einfach alles, worauf ihr mal Bock habt, auf Twitter oder so. Aber ich bin sehr schlecht im Dinge merken. Das wissen wir aus dem ADHS-Podcast. Deshalb, wenn ich mal wieder Lust habe, sowas in Richtung Reaction oder so zu machen, werde ich das früh genug auf Twitter, also ich habe es diesmal nur auf Twitter angekündigt, deshalb folgt mir auf Twitter, wenn ihr sowas mitkriegen wollt. Link in der Beschreibung. Oder auf YouTube. Also gerade auch, wenn wir irgendwie Themen für Podcasts oder Fragen oder sowas suchen. Oder halt auch so, schickt mir Videos, wo ich drauf reagieren soll. Oder sonst irgendwas. Wenn ihr Input für Kanalideen und Videos geben wollt, dann folgt mir dafür echt am besten auf Twitter. Da poste ich am meisten, aber ich versuche auch auf YouTube diese Community-Posts zu machen. Deshalb, ja. Am besten auf Twitter folgen, dann kriegt ihr sowas nächstes Mal auf jeden Fall mit. Und vor allem hin und wieder süße Fresse-Bilder. Yeah. Gut, das war's mit dem React-Video. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass es jetzt nur sowas war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächste Woche kommt dann hoffentlich eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge. Ich will aber noch nicht zu viel spoilern, weil das wird... Es gab's zwar schon mal, aber noch nicht so. Also lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, wird cool. Ansonsten hoffe ich, dass ich dann übernächste Woche das mit dem Karlsruher Super-Video hinkriege. Es sollte normalerweise funktionieren. Die Prüfungen von meiner Ausbildung sind rum, da bin ich jetzt übernommen. Rewe wird jetzt vermutlich auch nicht mehr ganz so stressig. Und also es müsste normalerweise klappen, dass in 2 Wochen das Video zum Karlsruher Super kommt. Ich wollte es eigentlich schon vor 2 Wochen bringen, aber ja, ich versuche mein Bestes, okay? Ich probiere es und es steht gut. Also ja, ich probiere es, ich glaube, es kommt. Aber wenn es nicht kommt, dann seid nicht böse, okay? Dann kommt wieder irgendwas anderes, was bestimmt auch cool ist. Ja, ja, ja. Gut. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Deshalb werde ich sagen, hören wir mit dem Video auf, damit ich wieder ein bisschen atmen kann und so. Und, alle wichtigen Links zu Twitch, zum Podcast und, wobei Twitch streame ich eh nie, aber es klappt trotzdem verlinkt. Guckt einfach in die Beschreibung oder in die Endcard. Das sind vielleicht, da ist auch noch ein anderes React verlinkt, was ich mit der guten Oshami gemacht habe. Das war ganz cool. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch auf jeden Fall einen
wundertollen Tag, eine wundertolle Woche. Wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche beim Podcast wieder. Je nachdem, vielleicht eher sehen. Kleiner Spoiler, lololol. Und ja, dann, was gibt's da noch zu sagen? Also vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssili. I'm curious. Should I treat this like a game or series? Outtakes, bitch. Hi, Mark. Okay, danke. Ja, das war jetzt dumm. Aber ich weiß ja auch nicht alles. So muss ich sitzen. Okay, das muss 50 Milliarden Meter weit hoch, weil... Bei Besky und ja! Wie sieht das aus in der Oder City? Der Oder City sagt, das passt du Gedanke Oder City. Aua! Nee, okay. Aua! Lass mal Mikro aus. So besser.